Wir haben heute Herrn Alexander Jonan bei uns im Wiener Office bei Wikifolio zu Besuch. Herr Jonan kommt von der Helmut-Schmidt-Universität und hat sich die letzten zwei Jahre sehr intensiv mit Social Trading, konkret mit Wikifolios oder noch genauer mit der Leistung unserer Trader beschäftigt und wird uns ein bisschen zeigen, was seine Untersuchungen ergeben haben. Herr Jonan, erstmal vielen Dank fürs Kommen. Möchten Sie kurz erläutern, auch was die Helmut-Schmidt-Uni, gerade Ihr Lehrstuhl, so konkret für Schwerpunkte allgemein setzt? Ja, also die Helmut-Schmidt-Universität ist eine Universität, die eigentlich zur Bundeswehr gehört. Das ist die Universität der Bundeswehr, ist aber ansonsten eine freie Universität, die mit jeder anderen Universität in Deutschland völlig vergleichbar ist. Ich selbst komme vom Lehrstuhl für angewandte Stochastik und Risikomanagement. Wir befassen uns insbesondere mit Fragen der Portfoliooptimierung, der Bewertung von Wertpapieren und in meinem Fall speziell auch mit Trading-Strategien und empirischer Kapitalmarktforschung. Ja. Was war jetzt für Sie konkret die Motivation, sich mit Wikifolios zu beschäftigen? Nun, Wikifolio ist jetzt genau mit dem Beginn, oder ich sag mal allgemein Social Trading, mit dem Beginn meiner Dissertationsphase oder meiner Phase der wissenschaftlichen Arbeit ein Trendphänomen geworden. Und da ich mich ja ohnehin im Rahmen der normalen Lehrstuhlforschung mit Anlagestrategien und mit Portfoliooptimierung beschäftige, ist das dann irgendwann in unseren Fokus gerückt, dieses, wie gesagt, neue Phänomen am Markt. Und das hat uns sehr fasziniert. Denn es hat halt Charakteristika, die man ansonsten nicht irgendwo findet, die natürlich auch durch das Web 2.0, durch die gesamte Entwicklung im IT-Bereich natürlich auch erst ermöglicht worden ist. Und wir haben uns gefragt, was bedeutet das in jeglicher Hinsicht, diese Möglichkeit im Rahmen des Social Tradings mit der Community zusammen Trading betreiben zu können und was für Wertpapiere letztendlich werden dadurch produziert, denn am Ende werden die Strategien ja verbrieft in Form von Zertifikaten, also Inhaberschuldverschreibungen und ja, und wir haben uns insbesondere dann auch für das Risiko und die Renditechancen interessiert von solchen Wertpapieren. Also man kann schon sagen, diese Vielfalt an Daten, wo Strategien lückenlos transparent gemacht werden, so einen Datenbestand sieht man jetzt sehr oft für die Wissenschaft, ist das richtig? Richtig, genau. Das war natürlich dann die Einladung, sich damit zu befassen, dass wir hier auch die totale Datenverfügbarkeit haben. Ein wichtiges Phänomen oder ein wichtiges Charakteristikum von Social Trading im Allgemeinen ist nun mal die große Datenverfügbarkeit, die Transparenz. Die ist, findet man nirgendwo in ähnlicher Form. Und gerade Wikifolio war für uns interessant, weil die Strategien, wie gesagt, in Form von Wertpapieren verbrieft werden, die eine ISIN dann am Ende haben. Das sorgt dafür, dass wir natürlich irgendwo, wenn wir über diese Strategien schreiben, eine gewisse intersubjektive Nachprüfbarkeit haben, auch für andere Wissenschaftler, die sich mit unseren Ergebnissen beschäftigen, denn die können anhand der ISIN nachvollziehen, um welche Strategie und an welches Wertpapier es sich handelt, während man bei anderen Plattformen natürlich im Wesentlichen geschlossene Systeme hat, die mit CFDs arbeiten, wo das dann nicht so transparent ist, wenn man außerhalb der Plattform sich befindet. Können Sie kurz umreißen, wie Sie das Design der Untersuchung mal prinzipiell angelegt haben? Ja, also die Untersuchung ist mehrstufig. Wir versuchen das Phänomen wir versuchen es ganzheitlich zu analysieren und in dem ersten Schritt oder in der ersten Analysephase, die wir gestartet haben, haben wir uns zunächst einmal mit den Renditen und mit den Stylized Facts der Wikifolios befasst. Das bedeutet, wir haben uns erstmal angeguckt, wie sieht die Verteilung von einzelnen Wikifolios aus, aber auch von aggregierten Wikifolio-Strategien. Also letztendlich haben wir versucht, Indizes nachzubilden, die auf Wikifolios basieren, also oder fußen. Und ja, haben uns das angeschaut im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt haben wir auch Vergleiche durchgeführt mit anderen Wertpapieren, wie zum Beispiel Investmentfonds, die ähnliche Volumina aufweisen, also unter 30 Millionen, also kleine Investmentfonds. Und auch von der Historie, von der zeitlichen Existenz ähnlich Historien aufweisen. Ja. Sie haben dann jedes Wikifolio mit jedem dieser Fonds in diversen Zeiträumen verglichen, miteinander möglichst unabhängig von Zeiträumen auch diese Vergleichbarkeit herzustellen. Habe ich das richtig verstanden beim Durchschauen der Studie? Ja. Genau, das haben Sie richtig dargestellt. Wir haben paarweise Vergleiche durchgeführt. Das heißt, wir haben im ersten Schritt circa 130 Wikifolios mit ungefähr 130 Fonds verglichen. Und das waren dann paarweise Vergleiche. Das heißt, letztendlich hatten wir 130 zum Quadrat durchgeführte Vergleiche.
und haben dann geschaut, wie sind die relativen Häufigkeiten im Abschneiden anhand spezieller Wertpapiere, Entschuldigung, Kennzahlen, die wir uns angeschaut haben. Und wir haben das nicht nur deskriptiv gemacht, sondern insbesondere dann auch versucht, auf statistische Signifikanz hin zu untersuchen. Welche Vergleichsarten waren das da? Wir haben im Wesentlichen vier Kennzahlen herangezogen. Das war zum einen die bekannte Sharpe Ratio, die ja sehr gängig ist in dem Finance-Bereich, um Performance-Analysen durchzuführen. Dann haben wir eine Kennzahl genommen, das ist eine eher akademische Kennzahl, das sogenannte Sicherheitsäquivalent. Wir haben eine Neuentwicklung verwendet, das ist das sogenannte Dominanzmaß. Kann ich später nochmal was zu sagen. Eine Kennzahl, die wir entwickelt haben am Lehrstuhl, zu der es auch dann demnächst eine Publikation geben wird. Also letztendlich eine Wahrscheinlichkeit, welche Strategie besser abschneiden wird. Und wir haben den Value at Risk auch herangezogen. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Sharpe Ratio herausgreifen oder auch das Sicherheitsäquivalent, wie schauen jetzt konkret die Verteilungen aus? Was heißt das, wie gut sind die Wikifollows im Vergleich zu den Fonds? Genau, also wir haben ja, wie gesagt, 130 zum Quadrat circa Vergleiche durchgeführt. Das heißt, wir haben am Ende irgendwas mit 17.000 Vergleichen dann, wo jeweils dann das Dominanzmaß, die Sharpe Ratio, alle Kennzahlen, die ich vorhin erwähnt hatte, dann berechnet worden sind im direkten Vergleich. Und wir haben zum Beispiel bei der Sharpe Ratio eine relative Häufigkeit von, ich glaube, 53%, da müsste ich nochmal in die Unterlagen schauen, an Wikifolios, die dann entsprechenden Fonds oder den Fonds überlegen sind. Das heißt, ich formuliere es nochmal eben anders, um es deutlicher zu machen. Bei diesen 17.000 direkten paarweisen Vergleichen haben über 50% der Wikifolios besser abgeschnitten als die entsprechenden Investmentfonds. Mhm. Ja. Also durchaus ein nicht zu erwartendes Ergebnis, was uns natürlich sehr freut. Sie haben vorhin das Wort Signifikanz erwähnt. Wie kann man das zusammenfassen? Wie signifikant ist das Ergebnis? Ja, genau, das war dann der zweite Schritt. Also wir interessieren uns natürlich nicht nur dafür, wie ist der deskriptive Vergleich, das heißt, einfach nur zu schauen, wie war es bisher, sondern wir wollen halt wissen, wie nachhaltig sind diese Ergebnisse, also diese Überlegenheit. Ist das rein zufällig? Wir haben uns sehr kurze Zeithorizonte bisher nur angeguckt, weil Wikifolio ja auch noch nicht so lange existiert. Und dann ist man natürlich auch irgendwo mit Zufall einfach konfrontiert und den möchten wir natürlich irgendwo ausschließen. Wir wollen also wissen, ist das jetzt rein zufällig einfach mal gut gelaufen oder ist das wirklich nachhaltig? Und wir können bei den meisten Kennzahlen leider bisher noch keine klaren Signifikanzaussagen treffen, eben auch gerade wegen der kurzen Laufzeit, aber bei der einen Kennzahl, dem Dominanzmaß, war es dann deutlich. Also da waren tatsächlich 50%, über 50% waren zunächst im deskriptiven Vergleich überlegen, der Wikifolios. Und bei den Signifikanztests hat sich dann gezeigt, dass diese Ergebnisse nicht zufällig sind, sondern tatsächlich auch wirklich nachhaltig. Also nicht zufallsbehaftet, sondern, ich habe es schon gesagt, nachhaltig ist anzunehmen, ja. Ich verstehe das als mathematischen Beweis, dass gemessen nach dem Dominanzmaß die Wikifolios besser waren als die Fonds. Kann man das so laienhaft formulieren? Ja, Beweis ist ein bisschen zu stark, würde ich sagen, aber es ist zumindest, wir können zumindest annehmen, dass in diesem Fall die Nachhaltigkeit gegeben ist, beziehungsweise dass die Ergebnisse oder die Wikifolios nicht nur rein zufällig gerade an dieser Stelle besser waren, sondern dass da mehr hintersteckt. Also es wäre unvernünftig, das Gegenteil anzunehmen. Kann man das so? Das könnte man so auslegen, ja. Alles klar. Wenn Sie jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, auf Ihr Dominanzmaß, das vielleicht dann auch nicht so bekannt ist, wie funktioniert das ungefähr? Ja, das Dominanzmaß, gerade diese mysteriöse Kennzahl, die eben bei den Wikifolios so gut aussieht, ist, wie gesagt, eine Neuentwicklung bei uns am Lehrstuhl. Es geht letztendlich, also im Wesentlichen eine Neuentwicklung meines Chefs, dem Professor Dr. Frahm, das muss ich an dieser Stelle noch hinzufügen. Wir schreiben zwar ein gemeinsames Papier darüber, aber geht im Ursprung auf ihn zurück. Die Idee ist, dass man schaut, wenn ein Investor in ein Wertpapier oder eine Strategie investiert, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass er am Ende mit mehr rausgeht, als wenn er in ein vergleichbares Wertpapier investiert hätte. Das ist ja letztendlich die Frage, die sich ein Investor stellt. Ich weiß noch nicht genau, wie ist mein Anlagehorizont, aber unabhängig davon, wie mein Anlagehorizont am Ende aussieht, wo ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende
besser rausgehe. Also geht die Kennzahl, geht man bei der Berechnung der Kennzahl hin und schaut, wie war über alle historischen möglichen Anlagehorizonte die jeweilige Performance im Vergleich. Darüber wird dann, also dieses Ergebnis, das muss dann über eine Doppelschleife letztendlich oder über ein doppeltes Summenzeichen berechnet werden und ist sehr aufwendig in der Berechnung, kann aber am Ende in eine Kennzahl aggregiert werden, die ein Schätzer für eine Wahrscheinlichkeit darstellt. Und wir können dann eine Wahrscheinlichkeitsaussage darüber treffen, wenn man in eine bestimmte Strategie investiert, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Ende mit mehr rausgehe als mit dem vergleichbaren Wertpapier, also mit dem Konkurrenten, den man da sozusagen einbindet. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht so kompliziert. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem zufälligen Zeitpunkt in ein zufälliges Wikifolio investiere und zu einem zweiten zufälligen Zeitpunkt wieder aussteige, dann mache ich das, wenn ich es mit Wikifolios mache, im Vergleich mehr Performance, als wenn ich es mit Fonds machen würde. Genau, das kann man ungefähr so ausdrücken, ja. Wenn man jetzt insgesamt versucht, einmal das Fazit zu ziehen über Ihre Forschungen, was sind so für Sie die Schlüsselergebnisse und gibt es vielleicht noch Bereiche, wo Sie große offene Fragen sehen, die Sie oder jemand anderer noch beantworten sollte? Ja, also wir haben ja festgestellt, dass der Vergleich relativ gut aussieht für Wikifolios, also für Social Trading an sich. Wir fragen uns natürlich, warum ist das so? Also wir haben im ersten Moment festgestellt, es ist sehr gut im Vergleich. Und ich wiederhole einfach nochmal, was ich gerade gesagt habe. Warum ist das so? Das wollen wir halt gerne rausfinden. Was sind die Gründe dafür? Weil letztendlich haben wir es ja hier mit Fondsmanagern zu tun, die nicht hauptberuflich, zumindest nicht jeder von denen, diesen Job nachgehen. Und man weiß ja auch nicht immer unbedingt so viel über die Qualifikation, aber wir stellen fest, das Ergebnis sieht sehr gut aus. Was ist die Ursache dafür? Da sind wir dran. Wir schauen uns sehr genau das Trading-Verhalten an sich an. Wir schauen uns das Risk-Taking-Verhalten der Wikifolio-Trader an, der dort agierenden Strategieumsetzer. Ich formuliere es mal etwas kryptisch. Interessieren uns insgesamt einfach für das Verhalten, was wir auch untersuchen können, weil eben diese Daten verfügbar sind. Gut, dann sage ich mal vielen Dank für das Gespräch und noch viel mehr Dank für die viele Zeit, die Sie investiert haben in das ganze Projekt. Wir werden natürlich die Slides, die wir eingeblendet haben, auch zum Download anbieten. Also einfach vorbeischauen auf wikifolio.com und die letzten Informationen dazu auch abrufen. Viel Spaß und vielen Dank. Dankeschön.